Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Guten Morgen oder guten Tag, je nach Disponierung. Thema Sicherheit finden wir alle super wichtig, weil wir uns ja nun alle sicher im Netz bewegen wollen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir uns im Alltag offensichtlich und eingestandenermaßen, weil Sie jetzt so ehrlich waren, relativ wenig drum kümmern. Und das ist, glaube ich, eins der Grundprobleme, mit denen wir im Thema Sicherheit und Datenschutz zu tun haben. Und fangen mit den Statements der Podiumsdiskussionsteilnehmer an. Und da bitte ich erstmal Frau Münch um Ihr Thema, bitte. Ja, Ihre Handzeichen unterstreichen sozusagen auch genau mein Statement. Was ich in der täglichen Praxis erlebe, ist, viel zu viele Leute reden von IT-Sicherheit und meinen, damit reicht es, irgendwo eine Firewall zu installieren oder ein Virenschutzprogramm zu installieren und man hat IT-Sicherheit. Es geht aber gar nicht darum, die IT zu schützen. Die IT ist, ob die läuft, ob die nicht läuft, wie sicher die ist, das ist ja die eine Frage. Uns geht es darum, die Daten zu schützen, zu verhindern, dass mit den Daten Sachen passieren, die sie nicht haben wollen. Und da müssen immer drei Facetten betrachtet werden. Das eine ist, kann jemand darauf zugreifen, der nicht darauf zugreifen sollte? Sind die Daten noch genau die Daten, die sie sein sollten? Und sind die Daten dann verfügbar, wenn ich sie haben muss? Und hier helfen mir durchaus Produkte, aber Produkte unterstützen mich hierbei nur. Der wesentliche Faktor, damit das funktioniert, sind die Menschen und das sind Sie. Und das sind auch genau die Sachen, die wir in der Praxis erleben. Wir haben seit Jahrzehnten mittlerweile schon, also so alt ist die Disziplin Informationssicherheit noch gar nicht. Ich glaube, Professuren in dem Bereich haben sich angefangen vor 10 Jahren zu etablieren. Kryptographie gibt es schon deutlich länger, aber Professuren im Bereich IT-Sicherheit gibt es noch gar nicht so lange. Aber Lösungen für IT-Sicherheit hatten wir schon die ganzen letzten Jahrzehnte. Aber wie werden sie genutzt? Eben die Frage, wer verschlüsselt seine E-Mails? Die Lösungen dafür, die gibt es, aber die sind zu kompliziert. Das zeigt zum einen, ich kann mit den Produkten nicht alle Probleme erschlagen. Ich brauche die Menschen und ich muss die Menschen in die Produktentwicklung mit einbeziehen. Und ein Faktor, den wir immer wieder sehen bei den Diskussionen bei uns um Sicherheit und Datenschutz, hier müssen permanent die Benutzer darin geschult werden, sich auch datenschutzkonform und informationssicherheitskonform zu verhalten. Ich muss mir darüber im Klaren sein, welchen Daten von mir ich welchen Wert beimesse und entsprechend dem mit den Daten auch dann umgehen. Natürlich gibt es Daten, die ich mit anderen teilen möchte, die ich dann auch in Facebook hineinstelle. Es gibt aber auch Daten, von denen ich weiß, dass das da wohl möglich besser ist, sie nicht der gesamten Welt zu geben und auch mich entsprechend darum zu kümmern, dass nicht jeder Beliebige darauf zugreifen kann. Und darüber muss ich mir im Klaren sein. Das gilt für jeden Einzelnen, wie auch für Unternehmen oder Behörden. Mein Job ist es, hauptsächlich Unternehmen und Behörden beizubringen, wie sie dafür sorgen können, dass dort sicher verarbeitet werden, gehandhabt werden und so weiter. Damit stellen wir aber auch zunehmend fest, geht es im Wesentlichen darum, den Mitarbeitern in den Unternehmen und den Behörden beizubringen, wie sie auf ihrem Arbeitsplatz dafür sorgen können, dass die Daten, die dort verarbeitet werden, auch sicher verarbeitet werden. Das ist wesentlich komplizierter, stellen wir immer wieder fest, als hier noch eine Firewall zu installieren, da einen Paketfilter einzurichten oder auch die E-Mail-Verschlüsselung durchzusetzen. Okay, Herr Professor Backes, Sie sind dran. Sehr gerne. Datenschutz. Schwieriges Problem. Ich werde das Statement auf das beschränken, was Frau Münch nicht sowieso schon gesagt hat. Im Wesentlichen, wenn Sie Datenschutz wollen, brauchen Sie es eigentlich auf 3 Ebenen. Ich mache eine Ebene dazu, die bis jetzt noch nicht erwähnt wurde. Das erste ist die menschliche Ebene. Man kann im Wesentlichen sagen, wir können Ihnen die besten Werkzeuge, Tools der Welt zur Verfügung stellen. Wenn Sie sie A nicht benutzen wollen oder B nicht benutzen können, dann wird es nicht funktionieren. Das ist ein ganz großer Punkt, ich halte ihn absichtlich kurz, weil er bereits besprochen wurde, wahrscheinlich besprechen wir ihn später. Der ist wahrscheinlich sogar im Kern des Problems. Ich würde vielleicht noch dazu sagen, es ist auch noch wichtig, den Leuten beizubringen, was potenziell die Konsequenzen davon sind, wenn sie es nicht tun.
Ich glaube, viele Leute wissen überhaupt nicht genau, was passieren könnte, wenn sie die Daten einfach unter Preis geben. Wenn man 100% ehrlich ist, ist es vielleicht ein bisschen Dissens. Wir wissen es eigentlich auch nicht. Also wir denken, oder ich zumindest denke, dass es sehr kritisch werden wird, wenn sie es tun. Aber ob das wirklich so ist, weiß man auch erst in 10 oder 20 Jahren, muss man sehen. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist Technologie. Das ist das, wo wir uns auskennen, zumindest, dass wir forschen. Wo wir versuchen, Produkte zu entwickeln, die ihnen helfen. Helfen heißt, ihre Daten schützen, sei es, dass nicht ihren Rechner verlassen, sei es im Idealfall, dass wenn sie in Facebook eingestellt haben, dass sie irgendwelche Kontrolle noch drüber haben. In der idealen Welt wäre das schön. Das Problem ist, deshalb braucht man eine dritte Ebene, das geht leider nicht so immer. Also wenn man Datenschutz will und wenn sie, was sie ja tun, in Facebook sind und sie wollen Daten preisgeben, dann müssen sie damit leben, dass diese Daten eventuell oder wahrscheinlich wirklich der Öffentlichkeit auch in vielen Jahren noch verfügbar sind. Wir versuchen das zu verhindern, wird nicht immer gehen. Deshalb braucht man eine dritte Ebene, was gerade viele meiner Kollegen oft nicht so gerne hören. Man wird die juristische Ebene brauchen, davon bin ich überzeugt. Also gewisse Dinge wird man auch durch Gesetzesframeworks ausschließen müssen, weil wenn sie ihre Daten preisgeben und sie sind einfach im offenen Internet zugänglich für jedermann, dann kann man sie missbrauchen und kein Produkt der Welt wird alle Fälle ausschließen, wie das möglich ist. Deshalb das kurze Statement in der Richtung, wir werden uns bemühen, oder das ist zumindest unsere Aufgabe als Forscher, dass wir in der Technologie so weit kommen, dass wir ihnen viel, viel, viel helfen, auf gut Deutsch, dass sie vielleicht eventuell irgendwann mal ihre Daten kontrollieren können, ob die korrekt sind, dass sie einen Überblick bekommen, wer ungefähr ihre Daten hat, dass sie vielleicht Sachen korrigieren können, die falsch sind, dass sie vielleicht irgendwann in ferner Zukunft Benachrichtigungen bekommen, wenn ihre Daten von gewissen Parteien falsch benutzt werden. Wir werden nie ausschließen können, dass gewisse Sachen schiefgehen, zumindest nicht technologisch. Und dann ist man angewiesen auf Gesetzgeber, Spitzengespräche, hoffentlich Regularien, die europaweit und bald weltweit sind. Und dann hat man auch eine Chance, das hinzukriegen. Vielen Dank. Danke, Herr Backes. Okay, Herr Fox, Ihr Statement. Ja, ich will den Blick vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive nochmal auf das Problem werfen. Mein erster Kontakt zum Datenschutz und zur Datensicherheit geht auf das Jahr 1983 zurück. Ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, beruflich damit zu beschäftigen, und das war nun auch das Jahr der Volkszählung. Insofern war Datenschutz damals direkt korreliert. Ich war als Zähler eingeteilt, war also unmittelbar auch betroffen. Und wenn ich aus der Perspektive von damals mir die Entwicklung bis heute anschaue. Zwischenfrage, das Bewusstsein für Datenschutz, war das damals höher zu Zeiten der Volkszählung oder niedriger als heute? Ja, es war relativ höher in Bezug auf die Größe des Problems. Denn wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann haben wir in den letzten 30 Jahren, vor allen Dingen in den letzten 5 bis 10, eine rasante Veränderung erlebt, die ich als erste These umreißen will oder auf den Stichwort bringen will, always on. Sie sind die Generation always on, wir vielleicht auch schon ein bisschen verspätet. Das heißt, wir haben heute Informationstechnologie, die permanent Spuren, Tätigkeiten, Daten von uns aufzeichnet. Das ist eine ganz neue Dimension. Ja, wenn Sie sich vorstellen, die gesamten Zahlen der Volkszählung, die haben auf einen USB-Stick oder würden heute auf einen USB-Stick passen, den Sie gar nicht mehr zu kaufen kriegen, weil er zu klein ist. Das heißt, die Dimension hat gigantisch zugenommen in einer Größenordnung, die man sich im Jahr 1983 auch bei den Protesten damals gar nicht vorstellen konnte. Die aber im Übrigen das Bundesverfassungsgericht, wenn man das Urteil liest, seherisch vorhergesagt hat. Also in der Begründung sagt das Bundesverfassungsgericht, angesichts der modernen Techniken der Datenverarbeitung, ja, im Jahr 1983, in dem in Deutschland kein Unternehmen ein Rechenzentrum hatte, was so leistungsfähig war wie ihr Smartphone. Das heißt, wir haben eine gigantische Entwicklung hin zu viel, viel mehr Daten. Und das ist These 2, verknüpft mit einer Entwicklung, die ich noch viel bedenklicher finde, nämlich den Begehrlichkeiten, in der Regel von werbegetriebenen Anbietern von Internet-Services, in Bezug auf die personenbezogenen Daten, in der Regel Profilbildung kombiniert mit Trends und Tendenzen. Und die Begehrlichkeiten hören da nicht auf, die gehen über die Anbieter, die jetzt aus ihrem Smartphone beispielsweise, aus ihrer Applikation regelmäßig ihre Nutzungsdaten zurücksenden, die GPS-Informationen senden, damit sie wissen, wo sie die Geräte nutzen und so weiter und so weiter, gehen über die Anbieter auch zu den Strafverfolgungsbehörden mit durchaus guten Argumenten. Das heißt, wir haben eine gigantische Profilbildung aus dieser Menge von Daten, und was die Sache aus meiner Sicht mit der Sicherheitsperspektive gefährlich macht, ist, dass These 3, die Applikationen, von denen wir früher immer
mit schönen kontrollierten Systemen gesprochen haben, ja, ganz früher von Rechenzentren, später dann von dem PC auf dem Schreibtisch. Die Applikationen gehen ins Netz. Wir haben Web-Applikationen, wir haben Apps auf mobilen Geräten. Und diese Applikationen werden zunehmend nicht mehr von Softwareentwicklern geschrieben, die das über lange Jahre gelernt haben, die Versionskontrollen machen, die Tests durchführen und so weiter, sondern die werden verkauft wie Bananen. Ja, die reifen beim Kunden. Das heißt, wir haben Applikationen im Netz, die angreifbar sind über die Webschnittstelle von jedem Ort der Welt, über das Netz, und die mindestens so viele Fehler, nach meiner Erfahrung mehr Fehler, enthalten als klassische Applikationen, die schön geschützt in einem internen Netz standen. Das heißt, wir haben eine zunehmende Bedrohung über die Applikationen, und die Vorfälle der vergangenen Jahre waren überwiegend Vorfälle, die Datenschutzvorfälle, Vorfälle, in denen über Fehler in der Applikation Daten aus den dahinterliegenden Datenbanken preisgegeben worden sind. Das heißt, die Kombination aus Always On, immer mehr Daten, Verknüpfung zu Profilen, hin zu Web-Applikationen, die Sicherheitsschwachstellen enthalten, ist aus meiner Sicht ein kochender Vulkan. Danke, Herr Fuchs. Herr Müller-Quad, ein bisschen Öl aufs Feuer oder kann man die Wellen auch glätten? Also ich danke allen meinen Vorrednern. Es gibt jetzt enorm viele Dinge, die ich gar nicht mehr betonen muss. Beispielsweise, dass der Faktor Mensch oder die Imperfektion irgendwelcher Technologien echte Probleme aufwerfen. Deshalb darf ich mal ein Detail rausgreifen, das ich beim Datenschutz besonders faszinierend finde. Denn selbst wenn wir den Datenschutz in präzisen mathematischen Modellen versuchen zu fassen, stellen wir fest, dass wir es auch noch nicht so ganz verstanden haben, was wir wirklich wollen. Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben eine Datenbank, um es richtig sensibel zu machen, sei das mal eine medizinische Datenbank, in der ich beispielsweise Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen zwischen Medikamenten erkennen will. Da wären Datenschutzanforderungen sehr, sehr wichtig. Security hier auch wichtig, aber löst nicht das Problem insofern, als ich ja am Ende bekannt geben will, welche Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen es gibt. Das heißt, ich muss mich tatsächlich fragen, was für Rückschlüsse kann ich ziehen aus einem Exzerpt, das ich aus einer an und für sich schützenswerten Datenbank ziehe. Und jetzt ist es so, dass häufig Methoden und Garantien verwechselt werden. Das heißt, die Leute sagen dann, ja, wir haben die Namen weggestrichen, jetzt ist das Ding anonym. Das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht durch ein bisschen Reasoning, Nachdenken und Logik vielleicht doch auf einzelne Personen rückschließen kann. Und um es noch schlimmer zu machen, es gibt einen mathematisch präzisen Begriff, dass man sich quasi in der Masse versteckt. Eine Datenbank, sagt man, ist K-anonym, wenn was immer da drin steht, auf K Leute zutreffen könnte. Das Dumme ist bloß, wenn wir zwei Releases haben, also Informationen aus zwei Quellen kombinieren, was wir nicht verhindern können, die jeweils für sich diese Anonymität haben, dann kann es sein, dass wieder auf Einzelne rückgeschlossen werden kann. Das heißt, wir haben noch keine wirklich schönen Garantien, so wie wir sie für Verschlüsselung, da geht nichts raus, geben können. Wir wissen da noch gar nicht so richtig, was wir wollen. Ein modernerer Begriff, ich hoffe, ich vereinfache das jetzt nicht zu sehr, die Experten werden nachher mit mir schimpfen, ist die sogenannte Differential Privacy. Die bedeutet jetzt eben vereinfacht, dass wir aus einer Datenbank im Prinzip eine Person, ich denke da zum Beispiel an mich, rausnehmen könnten, und trotzdem würde sich der Datenbank-Exzerpt kaum ändern. Das ist ein sehr schöner Begriff, der viel bessere Kombinationseigenschaften hat. Das heißt, Daten aus mehreren Quellen kombiniert führen nicht dazu, dass sofort alle Anonymität verloren geht, sondern es ist ein gradueller Verlust, der umso stärker ist, je mehr Quellen ich schaffe zu kombinieren. Eigentlich etwas, womit wir intuitiv sehr gut umgehen könnten. Und der Nachteil davon: wir wissen bisher nur für Datenbanken, die nur reelle Zahlen enthalten, wie man diesen Begriff hinkriegen kann, realisieren kann. Okay, Herr Müller-Quade, vielen Dank. Gibt es bisher von Ihrer Seite Fragen an die Experten zum Thema Datenschutz und Sicherheit? Hallo, Hallo. Mich würde
interessieren, wie unsere vier Experten die Eingangsfragen beantworten, die sie gestellt haben. Also sprich, sind sie bei Facebook, verschlüsseln sie ihre E-Mails, machen sie täglich ein Backup und haben sie eine Payback-Karte? Ja, also ich habe keine Payback-Karte. Ich habe Time Machine an meinem Rechner. Das heißt, es ist kein sehr sicheres Backup, sondern die Festplatte steht direkt daneben. Das heißt, im Brandfalle wäre es weg. Ich bin nicht bei Facebook und ich signiere mitunter E-Mails, verschlüssele sie sehr selten. Eigentlich nur, wenn mich der andere drum bittet. Ja, wenn Sie länger in der Sicherheit oder im Datenschutz arbeiten, werden Sie irgendwann paranoid. Das macht sich bemerkbar auch in Ihrem Verhalten. Ich mache regelmäßig Backups und habe ständig das Gefühl, ich mache sie zu selten. Aber ich mache sie deutlich häufiger als alle Freunde, die ich kenne und dazu befrage. Ich bin nicht bei Facebook, ich bin selbst aber wohl bei professionellen Netzwerken wie Xing. Da mache ich Unterschiede. Ich verschlüssele einen Teil meiner E-Mails und ich ärgere mich jedes Mal darüber, wie aufwendig das ist, mit neuen Kommunikationspartnern verschlüsselt sich Mails auszutauschen. Ich gehöre auch bei uns in der Umgebung zu den wenigen, die die Mail so voreingestellt haben, dass ich jedes Mal gefragt werde, wenn ich eine Mail schicke, will ich die verschlüsseln. Also ich werde jedes Mal aufgefordert, dran zu denken, das ist nervig, weil es geht nicht immer und Sie müssen regelmäßig den Benutzerschlüssel wieder, also das Passwort für den Benutzerschlüssel eingeben. Das ist nervig. Wie gesagt, Sie werden irgendwann paranoid, wenn Sie in diesem Bereich arbeiten. Deswegen ist mir schon klar, dass mein Verhalten nicht dem entspricht, wie es ansonsten so der Durchschnitt ist. Würden Sie denn Ihr Verhalten als ein wünschenswertes in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz bezeichnen? Also ich halte es für ein akzeptables Verhalten, ein Verhalten, was ich mir auch von mehr Leuten wünschen würde, weil ich denke, wenn mehr Benutzer versuchen würden, diese Sicherheitsfunktionen zu benutzen, dann müssten die auch besser werden. Ein Problem, was wir in diesem Umfeld ja auch haben, ist, die Apps, die der Sicherheit dienen, sind zu schwierig zu benutzen, viel schwieriger zu benutzen als irgendwelche anderen Applikationen. Und hier müssen wir dringend dran arbeiten. Herr Fox, wenn Sie die Fragen noch beantworten, aber gleichzeitig nachschieben könnten, warum muss Sicherheit so nervig sein? Warum muss das so kompliziert sein? Gut, versuche ich die beiden Fragen mal zu kombinieren. Erstens glaube ich, Sicherheit muss nicht so kompliziert sein. Sie wird manchmal dadurch kompliziert, dass nicht jeder mitmacht. Beispiel E-Mail-Verschlüsselung. Ja, wir haben selbstverständlich bei uns im Unternehmen komplette Verschlüsselung. Also als Sicherheitsunternehmen stehen wir besonders im Fokus von einschlägigen Kreisen, die interessiert sind an den Daten, die wir verarbeiten, weil wir überwiegend für DAX-Unternehmen tätig sind. Da ist es selbstverständlich, dass wir alles verschlüsseln, aber wir verschlüsseln auch nicht mit jedem Kunden, nur mit denen es geht. Völlig klar. Mhm. Sie finden mich nicht in Facebook. Backups machen wir selbstverständlich automatisiert. Nicht notwendig täglich, das hängt davon ab, ob wir im Unternehmen sind oder unterwegs. Und ich bin auch kein Besitzer eines Smartphones und mein Handy habe ich nicht mehr dabei. Aus Sicherheitsgründen oder was es nervt? Im Kern aus Datenschutzgründen. Es gibt noch ein paar andere Gründe, dass es ganz gut ist, wenn man nicht immer erreichbar ist. Aber das ist eine andere Frage, die nicht primär mit Sicherheitsfragen zu tun hat. Herr Backes, wenn Sie auch noch kurz diese vier Fragen beantworten würden und Ihnen würde ich auch noch ein Packel mitgeben wollen. Und zwar haben Sie gesagt, die Konsequenzen dessen sind eigentlich nicht klar. Und mir ist aufgefallen, hier in der Eingangsrunde, was die Leute von Datenschutz halten, das ist offensichtlich den Leuten nicht wichtig. Können Sie uns ein bisschen ein paar Beispiele dafür geben, von welchen Konsequenzen wir denn heute wissen? Gern. Ich glaube, das ist den Leuten wichtig. Das würde ich nicht anzweifeln. Ganz kurz zu den Fragen. Jeden Tag automatisiertes Backup. Manuell wäre mir ehrlich gesagt zu viel Arbeit. Ich bin bei Facebook, aber ein rein privater Account. Ich weiß, dass man es nicht komplett trennen kann, aber ich lasse mich nicht nehmen. Ich habe ein iPhone. Ich glaube, das waren die Fragen, oder?
Warum wissen wir es nicht? Ich glaube, ein bisschen, weil es Spekulation ist. Ich meine, die Hauptargumente sind immer, wenn Sie Ihre Daten preisgeben, dann kann das später für Sie negative Konsequenzen haben. So ein bisschen plakativ, was ich auch oft benutzt habe in wissenschaftlichen Arbeiten. Sie stellen irgendwelche Bilder von irgendwelchen Partys von sich ein, als Sie 17 waren. Wenn Sie 25 sind, bewerben Sie sich irgendwo. Das Bild ist überall erkenntlich, Sie werden abgelehnt. Ja, und dann war es das böse Bild. Das kann sein. Aber Sie werden selbst dann nicht wissen, ob es so war. Das ist ein bisschen das Problem. Also ich glaube, das ist ein sehr reales Problem. Und ich glaube auch, Privacy ist sehr wichtig. Ich werde keinen Gegenpart einnehmen. Aber es könnte auch sein, dass sich die Gesellschaft daran gewöhnt. Es könnte. Ich glaube es nicht, aber es könnte sein, dass wir in 20 Jahren hier sitzen und die nächste Generation gar nicht versteht, warum wir überhaupt so solche Probleme mit diesem Privacy-Begriff hatten. Ganz kurz zu der Anfangsfrage, was Sie mich gebeten haben. Als Sie gefragt worden sind, ob Ihnen Datenschutz wichtig ist, war die Antwort ja. Sehr sogar. Die direkte Frage mit Facebook, da sind Sie auch alle drin. Und ich versuche es mal zu erklären. Also für mich ist Privacy natürlich auch so ziemlich das Höchste, was ich haben kann als Professor für Privacy. Und ich bin trotzdem in Facebook. Warum? Der Grund ist der, weil ich denke, das ist bei Ihnen ähnlich, aber da hätte ich gern Feedback von Ihnen, ehrlich gesagt, dass das zwei momentan Interessen sind, die in Konflikt stehen. Das heißt, Sie müssten sich momentan entscheiden, Privacy und kein Facebook oder Facebook und kein Privacy. Wenn Sie die Wahl hätten, Facebook und Privacy, wie auch immer das gehen soll, würden Sie sie mit Sicherheit nehmen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das heißt aber, wenn Sie gezwungen wären, für Privacy auf Facebook komplett zu verzichten, machen Sie es ja offensichtlich nicht. Ich auch nicht. Und das heißt, dass Sie vielleicht Privacy sehr hoch schätzen, aber den sozialen Austausch, vielleicht auch mit sozialem Druck aus Freundeskreisen, vielleicht einfach das Interesse des Austauschs, hat eine höhere Priorität. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Also die Frage, ob Privacy wichtig ist, ist vielleicht falsch gestellt. Die Frage ist, wird sie von irgendwas überschattet, was wichtiger ist? Und ich denke, das ist das, was man für die Zukunft erreichen sollte. Interessant wäre es, und ich glaube, da gibt es auch Ansätze, ob man solche Sachen hinbekommt und ihre Privacy trotzdem zum gewissen Maße schützt. Weil dann glaube ich, dass Leute sehr wohl bereit wären, die Dienste in Anspruch zu nehmen und dich selbst mehr zu schützen. Aber sie sind momentan nicht bereit, dieses Friss oder Stirb mitzuspielen, weil im Wesentlichen heißt es, wenn sie sich schützen wollen, ziehen sich aus dem digitalen Leben komplett zurück. Also fast komplett zumindest. Und das ist gerade für die junge Generation, und ich kann es völlig nachvollziehen, keine Option. Und das ist das Problem mit Privacy. Nicht, dass die Leute sich nicht kümmern, sondern dass wir momentan noch nicht in der Lage sind, ihnen Alternativen zu geben, die sie nicht anderweitig massiv einschränken. Herr Müller-Quade, Frage, sehen Sie den Konflikt ähnlich wie Herr Backes, also entweder Teilnahme an sozialen Netzwerken, entweder connected oder geschützt, oder gibt es schon Anstrengungen, ernstzunehmende Anstrengungen, ernstzunehmende Alternativen und nicht Alternativen, aber ernstzunehmende Möglichkeiten, beides zu haben? Ich sehe es genauso wie Herr Backes, der ja auch schon angedeutet hat, dass es technische Ideen gibt, wie man das vielleicht kombinieren kann. Und da muss man jetzt aber zwei Dinge unterscheiden vielleicht. Das eine ist, wenn ich Dinge, beispielsweise eine politische Meinung, heute ins Internet stelle und mich in Zukunft umentscheide, in Zukunft bereue vielleicht, was ich damals ins Internet gestellt habe, das dann wieder ein Stück weit einzudämmen, zurückzuholen, das wird sozusagen nicht hundertprozentig möglich sein. Aber es kann trotzdem von Werkzeugen und Techniken unterstützt werden. Und das würde ich ganz gerne kurz eben unterscheiden davon, dass bestimmte Daten möglichst überhaupt nicht bekannt werden sollen. Da nehme ich jetzt ein ganz anderes Beispiel. Zum Beispiel ist es im Moment so, dass wenn Länder Fahndungslisten abgleichen, dann sendet das eine Land dem anderen Land seine Fahndungsliste und dann vergleichen die das. Und dann kommt eben raus, welche Schurken auf beiden Listen sind, aber welche Namen der Schurken. Mhm. Genau, danke. Und jetzt ist es so, dass aber trotzdem im Prinzip die ganze geheime Liste dafür offenbart wurde, nur um diese Gemeinsamkeiten zu finden. Und da gibt es tatsächlich kryptografische Methoden, das zu verhindern. Das heißt, man kann sich tatsächlich vorstellen, dass mehrere Parteien, in dem Fall eben zwei Behörden in zwei Ländern, gemeinsam etwas ausrechnen, sodass beide nur das Ergebnis erhalten, aber keine geheimen
Eingaben oder Zwischenergebnisse teilen müssen. Und das ist ein Ansatz, der zeigt, dass da was geht, der aber, wie gesagt, nicht alles lösen kann, insbesondere nicht Daten, die mal bekannt waren, unbekannt machen. Also das würde dann auch ermöglichen, Herr Fox, Sie sind sofort dran, das würde dann auch ermöglichen, dass ich im kommerziellen Bereich nicht eine persönliche Profilierung habe, sondern über einen Datenabgleich interessante, zum Beispiel interessante kommerzielle Gruppen. Also wenn Sie auf diese Profilierung ansprechen, da sind ja ganz andere Lösungen denkbar, die viel einfacher sind. Da könnte es ja zum Beispiel sein, dass es so eine Art Vertrag gibt, dass ich mich verpflichte, ein eigenes Profil zu hosten, auf das sozusagen der Werbetreibende dann zugreifen kann, wo ich aber vielleicht selber Herr meines Profiles bleibe. Und wenn ich jetzt beispielsweise mir ein Auto kaufen wollte und ich habe eins gekauft, ich habe mich entschieden, dann möchte ich gerne, ist interessiert, am Autokauf sofort rauslöschen können, damit ich nicht noch 3 Monate lang aus irgendwelchen alten Profilen ständig Autowerbung bekomme. Denn eigentlich ist es ja so, wenn Werbung schon wichtig für unsere Wirtschaft ist und dann, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich schon am liebsten die Werbung sehen, die mich tatsächlich betrifft. Okay, Herr Fox, Sie noch zu dem Konflikt Privacy und Teilnahme an der Connected World. Direkt zu meinen beiden Vorrednern. Mich juckt ihre Gewöhnung. Aber ich bin völlig bei Herrn Müller-Quade, dass wir natürlich technisch eine ganze Menge Dinge machen können, um Verletzungen von Privatheit zu verhindern. Das setzt aber voraus, dass wir das wollen und dass die Anbieter das wollen. Und dieser Wille, wer will denn nicht, ist für mich nur teilweise erkennbar, denn er muss sich manifestieren. Zum Beispiel manifestieren in Verzicht. Ein Verzicht heißt, das ist genau Ihr Punkt, wenn mir meine Kommunikation mit Freunden und Bekannten via Facebook wichtiger ist als das Datenschutzproblem, dann ist das schon ein Teil des Problems, weil dadurch niemals Druck auf Anbieter entstehen wird, Dinge zu ändern, technische Lösungen zu entwickeln und Dinge umzusetzen und zu realisieren. Und das Fatale bei dieser Gewöhnung, die vielleicht tatsächlich sogar schon existiert, ist, dass sie meiner Ansicht nach zwei dramatische Ursachen hat, von denen ich auch nicht weiß, wie man sie beseitigt. Ursache 1, Mangel an Fantasie, und Ursache 2, Mangel an Kenntnis. Mangel an Fantasie. Berufsbedingt sehe ich natürlich relativ viel und ich sehe genau die Dinge, die schiefgehen. Deswegen brauche ich vielleicht nicht ganz so viel Fantasie. Aber die Fokussierung von Datenschutzdiskussionen, auch im Beispiel von Facebook und bei Profilen, bleibt oft viel zu sehr an der Oberfläche. Ich empfehle Ihnen mal, wenn Sie sich die Zeit nehmen möchten, das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1983 zur Volkszählung in der Begründung zu lesen. Das ist nicht furchtbar lang. Steht eine Passage drin, die ich sensationell zutreffend finde. Sinngemäß haben die Richter damals gesagt, wenn wir als Menschen nicht mehr einigermaßen abschätzen können, was unsere Kommunikationspartner über uns wissen, dann können wir wesentlich gehemmt sein, frei zu entscheiden. Das heißt, Datenschutz, das Wissen darüber, was andere über mich wissen und die Kontrolle darüber, wer was über mich weiß, ist ein wesentliches Freiheitskriterium. Und wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Deutschland nicht im Bundesdatenschutzgesetz steht, sondern im Grundgesetz. Und zwar nicht in irgendeinem Artikel, sondern im Artikel 2 des Grundgesetzes. Und wer ein bisschen Grundgesetzsystematik versteht, weiß, dass im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die Artikel 2 bis 19 nichts anderes sind als Ausformulierungen dieses Würdebegriffs in absteigender Wichtigkeit. Das heißt, der Datenschutz im Verständnis des Bundesverfassungsgerichts nach dem Urteil von 1983 wird eingeordnet in die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist mangelndes Verständnis. Und jetzt frage ich Sie noch eins. Stichwort Facebook. In Facebook gibt es Freunde und Nicht-Freunde. Gibt es wahrscheinlich auch in Ihrem sozialen Leben. Jetzt fragen Sie sich nur mal ganz kurz, wie viele Freunde in Ihrem echten Leben Ihnen einfallen, die alle exakt das Gleiche über Sie wissen. Sie würden doch im Leben nicht darauf kommen, allen das Gleiche über sich zu erzählen. Und in Facebook machen Sie genau das. Sie definieren ein Profil und geben allen Ihren Freunden exakt den gleichen Blick auf sich.
Das ist absurd. Was ist daran sozial? Was ist daran soziale Interaktion? Der kleinste gemeinsame Nenner, könnte man auch sagen. Ja. Also ich erzähle natürlich Freunden dann differenziert noch mehr. Aber das, was bei Facebook steht, ist quasi die Minimumdosis. Ist das der kleinste gemeinsame Nenner? Das ist nämlich genau die Frage. Wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, in Ordnung. Wenn das, was in Facebook steht, sowieso auch das wäre, was Sie allen Ihren Freunden sagen würden. D'accord. Ja. Mhm. Mein Eindruck ist, dass in Facebook, als auch in der Kommunikation über Facebook, als soziales Netzwerk, der Eindruck entwickelt wird, dass in dem Moment, wo Sie jemand etwas freigeben oder jemand auf etwas hinweisen, eigentlich Sie das Gefühl haben, Sie geben demjenigen nur individuell genau das frei. Ja? Und ich bin sicher, die meisten von Ihnen werden nicht sich jedes Mal überlegen, ob die ganzen anderen 50, 100, 200, 3000 Facebook-Freunde, die Sie haben, genau das auch wissen sollen, was Sie gerade freigeben. Und ich glaube, wir liegen da an der Illusion auf, machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, was das bedeutet. Und wenn wir uns fragen, ob wir das wirklich wollen, dass alle diejenigen genau das wissen, dann kämen wir vielleicht zu einer anderen Einschätzung und dann könnte vielleicht etwas Kraft gegen Gewöhnung erwachsen. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, bitte. Ist am, jetzt funktioniert's. Ich hatte noch eine Bemerkung zu der Sache, zu der Rücknahme von öffentlichen Äußerungen. Also wenn ich mich früher öffentlich äußern wollte, dann habe ich einen Leserbrief geschrieben, der wurde in der Zeitung abgedruckt, ist dann da auch festgehalten und kann ich auch nicht mehr zurücknehmen. Also wenn ich mich heute in Facebook öffentlich äußere, äußere ich mich öffentlich, dessen bin ich mir bewusst. Dass ich das dann später mal rücknehmen will, das Problem hatte ich ja dann auch, also wenn ich einen Leserbrief geschrieben hatte. Und zu dem anderen, sobald ich mich aus meinem, also zu der Sache, was ich angebe, sobald ich mich aus meinem privaten Bereich zu Hause rausbegebe, das heißt, sobald ich mich ehrenamtlich engagiere, ein öffentliches Ehrenamt wahrnehme oder im Kirchenverein oder irgendwelche Stadtführungen auf dem Dorf mache, stehe ich meistens auch mit Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und Ansprechdaten im Internet. Also, dass Facebook das bündelt oder dass die Dinger das bündeln, das ist mir schon bewusst, aber da müsste ja dann eine grundsätzliche Änderung in der Gedankenwelt vorkommen, dass ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu irgendjemand aufnehmen kann. Also, habe ich das richtig verstanden? Sie sehen da eigentlich durch die sozialen Netzwerke keine neue Dimension, sondern das ist nur ein leichteres Wiederauffinden des Bestehenden. Habe ich das so richtig verstanden? So nach dem Motto, wo liegt eigentlich das Problem? Ja, genau. Okay. Herr Backes, wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Gut. Sie haben natürlich recht. Wenn Sie aus dem Haus rausgehen, dann sieht man sie auch, was man tut, was sie tun, wird gesehen. Wenn sie einen Leserbrief schreiben, bleibt er. Und da gibt es auch große Kontroversen, auch in der EU, wo im Prinzip das Recht des Vergessens anfängt und wo das Recht der Öffentlichkeit auf Informationsbewahrung startet. Das ist alles nicht so einfach. Wenn jemand irgendeinen kritischen politischen Kommentar macht, dann kann er es ja auch nicht einfach zurückziehen. Das ist schon okay. Wo ist das Problem? Das Problem ist einerseits in der völligen Automatisierung. Das heißt, früher hatten sie vielleicht ähnliche Spuren, wobei es waren viel weniger als heute, viel weniger. Aber sie konnten nicht vollautomatisch zusammengeführt werden. Und das ist das Problem. Also wenn ich das Problem, nicht zwei Probleme nennen dürfte, die leider sehr schlecht ineinander greifen, also sehr schlecht für den Benutzer. Erstens die vollautomatisierte Profilbildung. Das heißt, man kann einfach mit guten Algorithmen das Internet oder in dem Fall auch Social Networks im Prinzip abgrasen, oder Facebook kann es selbst, kann unglaublich detaillierte Persönlichkeitsprofile bestellen und zwar vollautomatisch. Das ging früher nicht. Und das Zweite ist, was man nicht vergessen darf, warum ist es so schwer, Facebook oder auch Google im Prinzip dazu zu erziehen, keine Daten zu sammeln? Ich meine, wer von Ihnen weiß, wie Facebook sich finanziert, nur aus Interesse? Facebook ist doch umsonst, wenn Sie sich anmelden. Das wissen erstaunlich wenige. Wer von Ihnen weiß, wie Facebook sein Geld macht? Warum ist das milliardenschwer? Ja, da gehen relativ wenige Hände hoch. Der Grund ist einfach der, diese Daten werden kommerziell genutzt, das muss man einfach sagen, wie es ist. Das Hauptbusinessmodell des Internet ist Targeted Advertisement, also gezielte Werbung. Ja, das heißt, die sammeln Daten als Businessmodell, das darf man nicht vergessen. Das heißt, sie sammeln, weil sie existieren und größer werden wollen. Ich sage nicht, dass ich das gut heiße, im Gegenteil. Aber das heißt, ein Unternehmen, was Daten sammeln als Herz und Blut hat, dazu zu bringen, dass sie nicht sammeln, ist, und das kann ich nachvollziehen, schwer. Ja, und ich habe mit einigen Leuten in Spitzengesprächen geredet, Facebook, Google und so weiter, ist nicht, dass die gegen Privacy sind. Nicht mal kategorisch, aber wenn Sie einen fragen, wie soll man es machen, und man würde Ihnen als Antwort geben, was ich auch gehört habe, ja, sammeln Sie keine Daten mehr, dann kriegt man halt ein Lachen, weil die im Wesentlichen dann sagen, das ist unser täglich Brot.
Ja, also um Ihre Frage zu beantworten, es wird viel mehr gesammelt, weil es im ureigensten Interesse ist. Sammeln ist das Ziel, um es nachher entsprechend am Broker weiterzugeben, dass Sie die richtige Werbung kriegen. Übrigens, da gibt es technische Lösungen, wie man es besser macht, erstaunlicherweise. Und das Zweite ist natürlich, die Profilbildung ist unfassbar mächtig. Und das ist mit meine größte Sorge. Ich glaube, kein Mensch kann anhand von vielen, vielen Datensätzen mit dem Auge oder mit dem Verstand erkennen, wie genau die Profilbildung wird. Das ist erschreckend. Also Profilbildung gibt Ihnen unglaublich präzise Informationen, die Sie sich gar nicht vorstellen können. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, dann bin ich durch. Nur eins ganz kurz. Es kann Ihnen passieren, dass Sie in Facebook zum Beispiel nur Ihr Geburtsdatum freischalten, sonst nichts. Und nur durch dieses Geburtsdatum, kombiniert mit anderen Datensätzen, die es im Netz gibt, weiß man plötzlich alles über Sie und wusste vorher sehr wenig. Ist erstaunlich, funktioniert aber. Das kann kein Mensch selbst wissen. Da sind wir im Prinzip gefordert, Ihnen mal ein Werkzeug an die Hand zu geben, was Ihnen sagt, wenn Sie das Geburtsdatum freischalten, dann weiß plötzlich jeder von Ihnen Kreditkarte, Adresse, Hausnummer etc. 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 Und das können Sie nicht wissen, da müssen wir helfen und das macht es gefährlich. Okay, vielen Dank. Herr Fox und dann Frau Münch, bitte. Ja, vielleicht ganz kurz zu Ihrer Frage. Ich sehe es genauso. Die Profilbildung ist das eigentliche Problem. Ja, und nicht wenn die ich noch Ebene kurz, Entschuldigung, Herr Fox, wenn ich Sie immer unterbreche, aber was mich noch interessieren würde, ist, wie fest sind denn dann diese Profile? Ist das so rasterfahndungsmäßig, also wie wir früher gesagt haben, liegt das dann einmal fest? Mhm. Bist du dann derjenige, den das Profil darstellt? Genau, also es geht nicht um die Frage, ich veröffentliche jetzt wissentlich eine Meinung und ziehe die Meinung zurück. Da bin ich bei Ihnen. Der Unterschied ist nicht groß zu einer Veröffentlichung in der Zeitung, zumindest jetzt in einem Zeitalter, in dem die Zeitungen recherchierbar sind. Der Unterschied zu den neuen Medien ist, dass Sie bestimmte Dinge gar nicht mit dem Ziel einer Veröffentlichung mit Ihrem Namen vornehmen und trotzdem die Verknüpfung zu einem Profil im Hintergrund stattfindet. Beispiel, wenn Sie unter YouTube einen Film hochladen, dann machen Sie das unter einem Gmail-Account. Das heißt, das Hochladen des Films, der Inhalt des Films, die Kommentierung des Films und auch die Kommentare, die Sie zu anderen Filmen abgeben, wird mit Ihrem Gmail-Account kombiniert. Das ist kombiniert mit Ihren E-Mails, das ist kombiniert mit jeder Suchanfrage, die Sie an Google loslassen und es ist kombiniert mit jeder Art sonstiger Nutzung, beispielsweise mit Google Maps, die Sie möglicherweise inklusive Lokalisierungsdaten von Ihrem Smartphone aus machen. Das ist das Profil. Und das Profil wird jeden Tag mit jedem Nutzungsschritt angereichert. Und diese Profile werden im Übrigen auch in den USA von den Strafverfolgungsbehörden systematisch durchsucht, wenn es erforderlich erscheint. Darüber reden wir. Wir reden nicht über die Dinge, die Sie willentlich öffentlich tun, wo Sie wissen, das ist öffentlich. Wir reden über die Dinge, von denen Sie vielleicht sogar meinen oder vielleicht im Hintergrund wissen, vielleicht nicht ganz so vertraulich, aber wo Sie glauben, dass Sie unter Pseudonym irgendetwas machen und in Wirklichkeit über die Vernetzung solche Dinge stattfinden. Und Sie glauben ja im Ernst nicht, dass YouTube bei dem Verkauf an Google sämtliche Benutzerdaten gelöscht hat. Das heißt, wenn Sie vor 5 Jahren noch gemeint haben, das ist alles wunderbar getrennt, hatten Sie hier ein Pseudonym und dort ein Pseudonym und auf einmal ist das alles eins, denn über Ihre IP-Adresse wird das Ganze gemappt. Und wenn Sie dann gleich noch Chrome als Browser benutzen, dann hat natürlich Google im Grunde Ihre gesamte digitale Bewegungsarchitektur vorliegen. Und das sind die Profile, über die wir reden. Und die Daten werden über die Grenzen von vielen Unternehmen inzwischen auch verkauft und gehandelt. Frau Münch. Wir haben da Publikumsmeldungen. Ich dachte, Sie wollten noch zu der Geschichte was sagen. Da kann ich sicher auch gleich wieder dran anknüpfen. Ich finde auch mal die Publikumsmeldungen interessant. Ja, natürlich, klar. Ich hatte noch eine kurze Anmerkung zum Herrn Fox. Sie hatten vorhin gesagt, bei Facebook gebe ich irgendwas ein, schreibe was und es ist dann für alle meine Freunde sichtbar. Als kleine Anmerkung, wenn man bewusst sich damit auseinandersetzt, es gibt ja auch die Möglichkeit, wirklich das in Kreise zu filtern. Das heißt, auch bei dem Umgang mit sozialen Netzwerken nicht nur veröffentlichen oder ohne Gedanken das zu nutzen, sondern auch wirklich sich zu informieren, wie kann ich das nutzen und wie kann ich das vielleicht auch ein bisschen einschränken. Also so ein bisschen da der Gedanke noch dazu. Stimmt. Also man kann das ein bisschen einschränken. Nutzt das was, wenn ich, also im Sinne von Profildaten sammeln und dieser Durchsichtigkeit, die durch die Benutzung von Online-Medien erzeugt wird. Ich glaube schon, dass es nutzt. Sicher, also das bewusste Verwenden von solchen Medien nutzt. Ja. Dazu braucht man aber Kenntnisse darüber, was dahinter eigentlich alles passiert. Ja, und mein Eindruck ist,
dass überwiegend diese Kenntnis entweder nicht vorhanden ist oder sie, wie auch immer, Gewöhnungseffekt ignoriert wird. Sie wird ja jetzt auch nicht und man im Einzelfall von den Anbietern wird es ja nicht vor sich hergetragen, also wozu man Daten verwendet und was damit gemacht wird. Herr Backes. Ich hätte nur gerne einen etwas bösartigen Satz. Hoffentlich wird der nicht gefilmt. Wenn Sie es einstellen und Sie machen Ihren Freundeskreis richtig klein, dann hat Facebook immer noch all Ihre Daten. Mehr dazu sage ich nicht. Also es gibt diesen, ich glaube, diesen österreichischen Studenten, der mal seine Daten abgerufen hat, der dann klagen will, der hat, glaube ich, 10.000 Seiten Datensätze von Facebook bekommen. Die haben sie ihm dann rausgegeben und ich denke mal, das war sehr viel mehr als das, was er in Facebook veröffentlicht hat. Ich meine, die Frage ist, wem vertrauen Sie? Das müssen Sie sich fragen. Wenn Sie Ihren Freundeskreis kleiner machen und Sie machen ihn sehr überschaubar und Sie vertrauen Facebook, dann ist das völlig okay. Ja, dann sehen das nur noch 8 Leute und Facebook. Facebook vertrauen Sie, 8 Freunde vertrauen Sie, die Welt ist in Ordnung. Aber auch wenn Sie Ihren Freundeskreis auf 2 beschränken, Facebook hat die Daten. Also Sie müssen sich irgendwann fragen, und ich gebe Ihnen keine Antwort dazu, alles, was Sie in Facebook einstellen, egal was für Einstellungen Sie in Facebook tätigen, Facebook hat Ihre Daten. Und Facebook wird die Daten benutzen, um über internetbasierte Werbung etc. sich zu finanzieren. Das heißt, was Sie in Facebook einstellen, können Sie, wenn Sie die Welt mal ein bisschen schwärzer sehen, davon ausgehen, dass es verloren ist. Und zwar völlig egal, wie Sie die Einstellungen stellen. Und das muss man sich überlegen. Man kann auch sagen, wenn Ihre Daten Ihre Festplatte verlassen und ins Internet wandern, haben Sie sie aufgegeben. Und ich glaube, das ist relativ realistisch, das anzunehmen. Ja. Okay, wir haben da oben noch eine Frage. Bitte. Ja, genau. Und zwar würde ich gerne direkt an den Punkt anknüpfen und fragen, was für Sie so der größte anzunehmende Unfall ist, also GAU, was Facebook mit den Daten mal denn machen könnte im Extremfall. Also wenn Sie das Profil jetzt benutzen, um uns Werbung zu geben, ist es für uns ja erstmal kein Problem. Wo ist das große kritische Problem, was Sie vielleicht in der Zukunft sehen, was Facebook mit dem Profil machen könnte oder Google oder... Also, wer auch immer. Ich möchte mal ganz kurz etwas sagen. Stellen Sie sich mal vor, Sie arbeiten an Ihrer Masterarbeit, Diplomarbeit oder später im Beruf, sind Sie kurz davor, was Grandioses zu erfinden. Das Erste, was Sie machen, ist, Sie werden bei Google nach ähnlichen Dingen suchen. Das heißt, Sie werden versuchen, Ihre Erfindung so ein bisschen einzugrenzen, um zu sehen, was es an Vorarbeiten gibt und ob vielleicht das, was Sie gerade sich erdacht haben, noch patentwürdig ist. Es ist völlig klar, dass das, was Sie da gerade eingegeben haben, im Prinzip eine Beschreibung Ihrer Idee ist. Und es ist auch klar, dass wenn das sozusagen von einer Firmenadresse auskommt, von einer wichtigen Firma, die ein wichtiger Technologieträger ist, dass ich denke, sowas eben auch an Daten ins Internet gegeben ist. Und man darf sich eigentlich nicht der Illusion hingeben, dass solche Sachen nicht genutzt werden. Und selbst wenn man denkt, ich habe gar keine Angst davor, dass man mir künftige Innovationen und Ideen klaut, ich bin ja nur, das hört man dann häufiger, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, selbst dann sind diese Daten relevant, weil sie eben automatisch korreliert werden können mit tausenden anderen Unternehmen, die beispielsweise Google benutzen, und damit hat man dann vielleicht nicht die Wirtschaftsspionage, die immer am bekanntesten genannt wird, dass man Ideen abgreifen will, sondern dann haben Sie die Wirtschaftsspionage, bei der Sie sehen, wie gut es bestimmten Regionen geht, wie gut es bestimmten Firmen geht, wie die Firmen ausgelastet sind, wie die Lieferketten funktionieren, und all das sind eben auch sehr, sehr wichtige Informationen. Und ich gebe zu, das war jetzt gar nicht auf Facebook bezogen und auch nicht auf GAU bezogen, denn das ist wahrscheinlich schon heute so. Ich denke, der GAU ist, dass Leute Macht über uns bekommen, die uns verändern wollen vielleicht irgendwie, dass wir eine andere Regierung kriegen und all diese Daten da sind. Okay, also Manipulation im politischen, massive Manipulation im politischen Bereich könnte einer der GAUs sein. Herr Fox, gibt es bei Ihnen
eine andere Vorstellung von dem größten anzunehmenden Unfall, wenn es denn ein Unfall ist, also unabsichtlich wäre. Es geht in die Richtung, wir haben natürlich viele, viele Unfälle, die wir täglich sehen, die schon schlimm genug sind. Wir haben mafiöse Strukturen, wir haben alle möglichen Dinge an Kriminalität im Internet, die wir erleben. Aber das ist nicht der GAU. Der GAU, würde ich im Grunde noch einen Schritt weiter gehen als Herr Müller-Quade, der GAU ist ein autokratisches System. Ich will Ihnen nur eine ganz kurze Geschichte erzählen. Sie alle wissen, dass die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg viele Länder in Europa annektiert haben und in diesen Ländern Juden ausgerottet haben. In Norwegen haben weniger als 10% aller Juden überlebt, in Dänemark über 90%. Was war der Unterschied? In Norwegen gab es ein zentrales Register. Das ist natürlich sehr berückend. Ich nehme erst die Publikumsfrage und dann Herr Backes. Hier oben war eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar hat mir was gefallen, was der Herr Professor Backes vorhin am Anfang gesagt hat, in seiner, in seinem anfänglichen Statement, das war das Juristische. Das Charakteristische vom Internet ist ja, dass es sich über Ländergrenzen hinwegsetzt. Und wo sehen Sie da noch Handlungsbedarf und wie soll man da in Zukunft vorgehen, dass man juristisch auf einen gemeinsamen Nenner kommt? Und selbst wenn wir auf dem gemeinsamen Nenner sind, dann könnte man die Frau Münch dann fragen, ist der Staat überhaupt in der Lage, diese juristischen Vorgaben zu kontrollieren, umzusetzen, oder läuft er nicht die ganze Zeit einer Entwicklung hinterher, die er nicht mehr unter Kontrolle hat? Vielen Dank. Herr Backes, Sie fangen an. Vielleicht noch im Vorfeld ein Satz zu dem GAU. Die Diskussion fand ich nämlich noch sehr spannend. Also ich kann den GAU nicht übertreffen, das sage ich von Anfang an. Aber ich kann es versuchen, für das Individuum auf die Spitze zu treiben. Stellen Sie sich vor, es gibt richtige Profilbildung. Also mit richtig meine ich, vielleicht in 20, 30 Jahren, viele Dienste arbeiten zusammen, alles wird zusammengelegt. Das heißt, jeder, der ihr Profil hat, weiß eigentlich exakt, wo sie wann zu welcher Zeit sind, was sie wann wie getan haben, was ihre Vorlieben sind, etc. etc. Stellen Sie sich selbst vor, was damit passieren kann. Ich kann relativ einfach Ihr Haus ausräumen. Ich weiß ja, wann Sie zu Hause sind und wann nicht. Das ist relativ einfach. Das kriege ich real-time mit. Das ist kein Problem. Vielleicht werden Sie, wenn Sie einen neuen Job wollen, einfach nicht angenommen, weil der direkt sieht, dass Sie die letzten 5 Jahre 27 Mal krank waren und er will Sie nicht. Fertig, weg. Das könnte kommen. Und da glaube ich sogar, dass es passieren kann, glaube ich ganz ehrlich. Das ist nicht so eine Art von GAU, aber fürs Individuum ist es eine Katastrophe, weil im Prinzip alles, was sie gemacht haben, im Prinzip gegen sie benutzt werden kann und es liegt außerhalb ihrer Kontrolle. Das sollte nicht passieren. Zum Juristischen. Das ist unglaublich schwer. Also anders kann ich nicht sagen. Also ich erinnere mich an deutsche Spitzengespräche, war letzte Woche noch in der EU, im Europäischen Parlament. Das ist unglaublich schwer. Also in Deutschland gibt es starke Bewegungen, gewisse Sachen zu reglementieren. Auch auf EU-Ebene gibt es jetzt einen neuen Vorschlag von Commissioner Reding, der relativ weit geht, manchmal sogar zu weit. Gar nicht so weit weg ist von dem Deutschen, ne? Gar nicht so weit weg. Also das ist relativ privacy-spezifisch. Also Privacy ist ein sehr hohes, schützenswertes Gut. Es gibt Regularien, was Firmen mit Daten machen müssen. Da gab es dann große Diskussionen, ob das eigentlich gut oder schlecht ist. Und das ist das Hauptproblem. Solche Sachen werden wegen der Natur des Internets nur funktionieren, wenn sie weltweit durchgesetzt werden. Ansonsten kann Ihnen passieren, momentan ist halt, kann man ja offen sagen, ist so, dass die EU sich sehr bemüht, während die Amerikaner zumindest etwas vorsichtiger sind, sagen wir es so. Und man muss sich überlegen, was man jetzt macht. Wenn man das europaweit verabschiedet, was gerade so ein bisschen das Ziel ist, dann könnte Folgendes passieren. Es gibt zwei Szenarien. Entweder Privacy wird ein Mehrwert und Leute finden das total toll und kommen nach Europa. Oder dadurch, dass die Companies hier eingeschränkt werden in Datenbenutzung, weil Privacy-Benutzung ist auch Einschränkung der freien Benutzung der Daten, ist ja klar, dass sie nicht mehr so operieren können, wie sie wollen und sie die Kunden an die USA oder nach Asien verlieren. Und das ist die Sorge. Und um Ihre Frage zu beantworten, man braucht weltübergreifende oder zumindest große industrieländerübergreifende Regelungen. Und ich habe Zweifel, bin ich ganz ehrlich. Also in der EU glaube ich es. Ob sie die großen Industrieländer da an einen Tisch kriegen, also ich kann mir das nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren vorstellen. Vielleicht bin ich da zu pessimistisch, aber ich habe da einiges gehört und ich habe Zweifel. Es ist eine ähnliche Dimension wie im Finanz- und Steuersystem, wo solange sich einzelne Staaten Vorteile durch eine liberale Gesetzgebung vorstellen, wird es da wahrscheinlich keinen Konsens geben. Vielleicht noch ein Satz, das ist ein wunderschöner Vergleich. Im Prinzip ist es so, dass wenn sich jeder dazu verpflichten würde,
wird sich das meiner Meinung nach wunderschön ausbalancieren. Das Problem ist, dass der Verzicht auf Privacy, wenn es Einzelne machen, ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Mhm. Ähnlich wie ein Land, was klein ist und sich leisten kann, einfach fast keine Steuern zu heben, damit die Reichen anzulocken, kann es hier im Prinzip sein, dass man sagt, es könnte, ich sage nicht, dass es so sein muss, es könnte sein, dass man sagt, ihr habt keine Beschränkungen, hier kommt zu uns. Und natürlich kann man versuchen, es rumzudrehen. Durch gute Forschung kann man eventuell sagen, wir können ungefähr dasselbe liefern, vielleicht sogar noch mehr, muss man sehen. Und zusätzlich habt ihr Privacy. Wenn man das hinkriegt, dann wird ein Wettbewerbsvorteil. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht, da wären wir gern. Mhm. Frau Münch, Einfluss der Staaten auf das Thema, auf dieses supranationale ja. Thema eigentlich. Das ist ein super heißes Thema. Man liest oder hört ja häufig, das Internet wäre ein rechtsfreier Raum. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Das Internet ist der rechtsbelastetste Raum, den man sich irgendwo vorstellen kann. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, also wie die Sicherheit. Also häufig einigt man sich ja immer auf dem niedrigsten Level, wenn man mehrere Verhandlungspartner hat. Das ist in diesem Umfeld ganz anders. Da gilt einfach jedes Recht jedes einzelnen Staates, das an irgendeiner Internetkommunikation beteiligt ist. Und das kann teilweise auch das Desaster sein, dass sie überhaupt nicht mitbekommen, was da alles möglich ist. Dass teilweise wir hier amerikanisches Recht anwenden, was wir nicht mal wissen, was dort für Rechtsnormen gelten, aber wir es mit anwenden. Auf der Hinfahrt hierhin habe ich so eine kleine Notiz in der Zeitung gelesen, dass die Focus iPad-Applikation geändert wurde vor der Auslieferung, weil der Focus ein für unsere Verhältnisse völlig normales Titelbild hatte, irgendwas mit einer, ich weiß gar nicht, was der Zusammenhang war, aber eine barbusige Dame. Das wird nicht ausgeliefert auf dem iPad, weil da gelten dann wieder ganz andere Rechtsnormen. Focus beschwert sich darüber, aber das wird wenig Konsequenzen haben. Das kann uns aber genauso jeden Einzelnen persönlich treffen. Auch hier wieder so Kommunikation in einem kleinen Chatforum gemacht, wird dann Wochen später macht sich das bemerkbar, wenn Sie eine Urlaubsreise in die USA machen wollen. Da werden Sie auf einmal nicht reingelassen. Sie wollen in Miami an den Strand und sie werden an der Grenze schon abgewiesen, weil sie ein falsches Wording benutzt haben. Neulich ein paar Studenten passiert, die irgendwas über Bombenwetter erzählt haben und das wurde dann eben an der Grenze hieß es, falsche Kommunikation, sie sind hier nicht erwünscht. Solche Scherze können passieren und sie wissen eben nicht, wie, wo, wem. Okay, danke. Da vorne war eine Frage. Ja, also Sie haben ja bisher relativ gut den Status quo wiedergegeben und welche Probleme es aktuell und in der Zukunft geben könnte. Wenn man jetzt mal über Lösungen sprechen möchte und dann so an so Anonymisierungsverfahren denkt, wie zum Beispiel das Tor-Netzwerk oder dass man sich ein Pseudonym überlegt, also eine komplette neue Identität im Internet anlegt, um nur damit zu surfen. Das sind ja alles Ansätze, die es schon gibt, aber die ja auch neue Probleme aufwerfen. Wo würden Sie denn sagen, sind praxistaugliche Lösungen, die man jetzt aktuell schon anwenden kann, um so ein Mindestmaß an Anonymität für sich herzustellen? Also Stichwort Anonymizer und diese Dinge. Hilft das oder hilft das nicht? Natürlich hilft das, aber ist nicht gerade schon einer dicht gemacht worden, weil man im Prinzip das Geschäftsmodell von Google damit unterläuft. Das heißt, solange Sie als Einzelner das machen, können Sie sich damit schützen. Aber wenn wir jetzt unsere Gesellschaft oder unsere Wirtschaft damit schützen wollten, wäre das wahrscheinlich kein probates Mittel, weil dann der Service stirbt. Aus meiner Sicht, die Lösung sind Sie. Technisch können wir alles Mögliche anbieten, Anonymizer, Tor etc. Wir haben Lösungen, die alles Mögliche möglich machen oder verhindern an Datenweitergabe. Sie sind diejenigen, die sagen müssen, welche Lösungen wollen Sie denn nutzen. Wir haben wir gerade auch gestern darüber diskutiert, ist ein soziales Netzwerk, ein Netzwerk wie Facebook, ist das überhaupt attraktiv, wenn Sie die Verschlüsselung zwischen den einzelnen Freunden verschlüsseln noch? Ist machbar technisch, aber ist das für Sie noch attraktiv? Ist das dann wieder zu aufwendig? Wo sind Sie bereit, Daten weiterzugeben? Wo nicht? Da sind Sie die Consumer. Sie sind diejenigen, die den Wert in diese Systeme reinbringen und Sie sind diejenigen, die auch sagen müssen, stopp, das geht mir zu weit. Ich bin aber vielleicht bin ich nicht bereit, irgendwas zu bezahlen, aber ich bin zumindest bereit zu sagen, hier gehen meine Daten nicht rein. Herr Fox.
Und dann nehmen wir noch eine Frage vor. Die Frage ist sehr gut. Also es gilt nicht nur für den Anonymizer, auch für viele andere Sicherheitstechniken, die schon ewig da sind. Die Anonymisierungsnetzwerke wie Tor beispielsweise basieren überwiegend auf dem Mix-Protokoll. Das Mix-Protokoll ist entwickelt von David Chaum, einem holländischen Forscher, veröffentlicht worden im Jahr 1980. Ja, das Jahr minus drei meiner Beschäftigung mit dem Thema. Also vor das Jahr minus eins des IBM-PC und das Jahr minus 15 des Internet. So wie wir es heute kennen. Ja, das gab es alles. Es gibt nur nicht den politischen Willen, dem Datenschutz das entsprechende Gewicht zu geben. Das würde auch technisch gehen. Es wäre ein bisschen aufwendiger, aber es wäre alles kein Problem. Kann man alles machen. Aber es gibt nicht den erklärten Willen. Insofern bin ich da ganz bei Frau Münch. Sie sind Teil des Problems und Teil der Lösung. Wenn die Forderung nach solchen Lösungen nicht deutlich geäußert wird, auch politisch geäußert wird, wird sich das nicht ändern. Und das gilt eben auch für die von Ihnen zu Recht angesprochene rechtliche Situation. Wenn in vielen Ländern Menschen gut damit leben, dass der Staat alles über sie weiß und viele große Anbieter auch, dann wird man ein Problem haben, im Internet das weltweit einheitlich durchsetzen zu können. Und das Dramatische an dieser ganzen Geschichte finde ich ja, dass wir als Deutsche, die wir relativ weit sind im Datenschutzrecht und durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts das Ganze auch sehr hoch aufgehängt haben, zu Millionen zum amerikanischen Anbieter Facebook gehen und dort unsere Daten eintragen. Das ist aber doch wohl eher ein Mangel an Alternative, als ein bewusster Schritt in ein ausländisches Unternehmen zu wählen, oder nicht? Weiß man's? Okay. Da oben war eine Frage. Ganz wunderbar. Irgendwie habe ich in dieser Diskussion jetzt so ein bisschen das Gefühl, als wäre Facebook so das ultimative Böse des Datenschutzes. Ich frage mich, ob es nicht kritischer ist, wenn manche andere Leute Daten über mich haben. Im Moment wird gerade wieder die Einführung der Vorratsdatenspeicherung diskutiert. In Sachsen sammelt die Polizei flächendeckend Handydaten. Und ich will es mal, weil wir ja vorhin schon den Nazi-Vergleich hatten, mal das ein bisschen provokant formulieren. Mark Zuckerberg wird nicht vor meiner Tür stehen und mich irgendwie mitnehmen aufgrund eines falschen Verdachtes. Das kann mir bei staatlichen Stellen schon eher passieren, oder? Herr Backes, Behörden oder Unternehmen, wer ist der schlimmere Datensammler? Da habe ich jetzt. Geben Sie mir gerade noch einen Satz zur Frage vorne dran und dann beantworte ich die gerne. Und da gebe ich ein bisschen Kontra. Ich glaube, Anonymizer und Tor, selbst wenn das jeder benutzen wird, wird es Ihnen überhaupt nicht helfen. Also nicht für das, was wir hier haben. Das sind Protokolle, die anonym kommunizieren lassen. Sie verstecken nicht das, was ich durch den Tunnel schicke. Das heißt, wenn Sie in Facebook gehen, da können Sie noch so viel Tor benutzen. Wenn Sie dann in Facebook trotzdem Ihren Namen schreiben und trotzdem Ihre Bilder stellen, da hilft Ihnen nichts auf der Welt. Das Einzige, was Ihnen dann hilft, ist Ihr Bewusstsein, es nicht zu tun. Ja, das heißt, die Protokolle, die Sie erwähnt haben, bringen Ihnen für dieses kein Problem einfach nichts. Weil Sie verstecken nur Ihren Namen, wenn Sie nicht den Namen in die Pipeline nochmal reinschmeißen. Und das tun Sie genau bei den Sachen. Zur Frage hier, Facebook ist nicht das ultimative Böse, zumindest nicht in meiner Welt. Das Problem ist, dass Ihre Daten einfach an vielen, vielen Stellen gesammelt werden. Von kleinen, von großen, von sehr großen, von extrem großen Unternehmen. Google ist da mit Sicherheit nicht besser, aber Google ist auch nicht das Böse. Und Sie haben recht, Mark Zuckerberg wird nicht vor Ihrer Tür stehen, zumindest glaube ich das nicht. Aber je mehr Informationen gesammelt werden, je mehr sie zentralisiert werden, je mehr ich abgleichen kann, umso höher ist die Chance, dass irgendjemand kommt, irgendwie drankommt und sie missbraucht. Ich meine, wenn irgendwann ein Datenleck von Facebook oder Google kommt und jemand kommt richtig dran oder es wird verkauft, je nachdem, wie man es sieht, oder es ist auch über Behörden, wo sie vielleicht in Staaten sind, denen man nicht traut. Ich meine, gehen Sie mal nach Ägypten, wie es vorher war und gucken Sie mal an, was da passieren hätte können. Dann wird es natürlich kritisch. Ja? Das heißt, Facebook ist da nicht das Böse, das sehe ich nicht so. Nur es ist zum ersten Mal eine Stelle, wo es in einer unglaublichen Art und Weise gesammelt wird. Ich meine, man kann auch andere Unternehmen nennen, ich nenne mal eine ganz kurze Sache. Wenn man Google guckt, Google Street View, die haben mal munter Wi-Fi-Netze abgehört, haben dann gesagt, sie wollten es nicht und nachher mussten sie zugeben, haben sie doch gemacht. Wenn sie Apple zustimmen, zumindest der letzten Version vom iPhone, das Ding sammelt ihre GPS-Daten, wenn sie es nicht ausmachen ohne ihren Konsens und schickt das Ganze munter an Apple. So viel mal zu der tollen Apple-Firma. Ja. Jeder macht das. Das macht's schlimm. Da gibt's, ich glaube nicht, dass es da einen Bad Player gibt. Das glaube ich nicht. Das, die Gesamtheit ist einfach kritisch. Und je mehr es machen, umso mehr Daten reinkommen, umso schlimmer wird's. Und ob das und wer das nachher benutzt, ich glaube, das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Ich finde es schlimm genug, dass es existiert. Irgendjemand wird wahrscheinlich schon kommen und wird es missbrauchen.
Ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Vorratsdatenspeicherung zurückkommen. Es gibt gute Gründe für gewisse Formen der Vorratsdatenspeicherung und es gibt gute Gründe dagegen. Wir reden hier aber von Zugriffen, die ein Staat durchführen würde, wenn es in Deutschland passieren würde, unter strenger Kontrolle der demokratischen Organe. Problem ist, derzeit gibt es in dem Bereich nichts. Die Polizeien beschaffen sich aber Informationen. Wo beschaffen sie sich die Informationen? Gucken wir uns das mal in einem anderen Land an. Und um nicht schon wieder Facebook als Beispiel zu nehmen, nehmen wir doch mal Google als Beispiel. Warum nehmen wir aber diese Unternehmen als Beispiel? Weil Google, Amazon und Facebook 90% aller Daten im Internet besitzen. Besitzen in dem Sinne, dass sie sie werbewirksam vermarkten oder auch für andere Zwecke. In China hat Google Daten von Dissidenten dem Staat zugänglich gemacht, weil es eine wesentlich einfachere Methode auch für den Staat ist, hierüber an Daten zu kommen. Das sollte man sich auch immer mal so im Hinterkopf überlegen. Wir reden auf der einen Seite von staatlicher Kontrolle und wir alten Volkszählungsknochen von 83, also dieses ganze Urteil ging nur um die Zugriffe durch den Staat. Heute müssen wir uns Gedanken darüber machen, durch Zugriffe von Firmen, von denen wir drei als prominenteste Vertreter hier gerne schon mal nennen, aber Firmen, die damit Geschäftszwecke verfolgen, Geschäftszwecke, die uns heute vielleicht gefallen, aber morgen vielleicht schon absolut missfallen können. Auch das hat es ja immer wieder gegeben, wenn man so die, den Beliebtheitslevel verschiedener Firmen sich betrachtet. Also das ist Fakt, also das möchte ich nochmal gesagt hören, 90% aller personenbezogenen Daten oder gilt die Einschränkung nicht? 90% der Kommunikation im Internet wird werbewirksam von Google, Amazon und Facebook ausgewertet und vermarktet. Okay, also das sollte man nochmal bitte sich merken in dieser, aus dieser Diskussion. Das ist, finde ich, einen extremen Wert. Gibt es noch? Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Wir haben noch 5 Minuten, glaube ich. Zweitletzte Frage. Bitte. Okay, danke. Also ich frage mich, gerade vor dem Hintergrund Connected World, also dem Motto dieser Veranstaltung hier. Wir hatten gestern Abend so ein Kamingespräch, da wurde gesagt, man kommt, wenn man in einer gewissen Position ist, auch ich denke mal in unserem Alter, kaum noch davon weg, das Internet zu nutzen. Und Datenschutz, also gerade wo Sie jetzt dann sagten, Frau Münch, es fängt bei uns selbst an. Also wir müssen es selber wollen und wir müssen es schützen wollen. Aber wenn man aus einem Geburtsdatum, was garantiert irgendwie mal auftaucht oder was weiß ich, welches Datum von einem selbst im Netz auftaucht, weil man eben an das Internet gebunden ist, wenn man daraus schon so eine Art Profil generieren kann, inwiefern können wir selbst denn dann überhaupt noch was machen? Also ich meine, das ist doch schon, ja, es hört sich für mich an wie so ein bisschen so ein Teufelskreis. Eine gewisse Ausweglosigkeit, die da drin steht. Ja, genau, weil wir ja im Grunde müssen, um mithalten zu können, aber ja, theoretisch nicht dürften, weil schon ein Geburtsdatum ausreichen würde. Nochmal die Frage nach den Lösungsvorschlägen, die steckt dahinter, geht oder? Geht es überhaupt und wenn, wie lange wird es dann dauern? Ja, wenn also geht das überhaupt? Ich glaube, die Sache sollten wir erstmal klären. Herr Backes, geht das überhaupt? Kann man überhaupt was machen? Ich glaube, das geht noch. Also das Geburtsdatum an sich ist ja nicht schlimm. Das war als Beispiel gemeint, das könnte der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das heißt, wenn nur ihr Geburtsdatum, das macht nichts Schlimmes. Es sei denn, dass sie ganz viel anderes eingestellt haben und das ist gerade das fehlende Stück, was es zusammenbringt. Das war das plakative Beispiel. Wie kann man es machen? Machen Sie sich bei dem, was Sie bewusst einstellen, klar, ob Sie es wirklich wollen? Im Zweifel eher nicht. Leben Sie momentan damit, dass Sie relativ viele implizite Spuren lassen? Benutzen Sie Programme, wenn Sie damit klarkommen? Das ist ein bisschen unser Job, das besser zu machen, dass diese impliziten Surf-Verbrauchsspuren wenigstens minimiert. Und gehen Sie mit ein bisschen gesunden Menschenverstand dran und gehen Sie davon aus, dass Sachen, die Sie einstellen, wahrscheinlich benutzt werden. Und wenn man mit dieser Einstellung rangeht, dann ist man wahrscheinlich schon bei den besten 5% im Internet. Und ja, ich glaube, viel mehr geht gerade nicht. Aber ich glaube auch, dass das genügt momentan. Ja. Also nicht auf lange Frist, aber momentan. Ja. Die Nachfrage ist ja vielleicht auch etwas, was das Angebot letztlich regeln könnte. Wenn wir dahin wollen, dass wir vielleicht verschiedene Profile haben, wo ich beispielsweise eben Jörn, der professionelle nach Kryptografie-Sucher
oder abends Jörn, der Internetwolf bin oder so, und man tatsächlich das eben will, dann glaube ich, dass solche Produkte vielleicht auch kommen, die vielleicht nicht gegen sehr starke Angreifer schützen, aber gegen vieles doch. Problem ist, dass viele von diesen Produkten, die es gibt, durchaus teilweise unattraktiv sind, einfach in der Nutzung. Schauen Sie sich NoScript an, schauen Sie sich die Möglichkeit an, jedes Mal, wenn Sie den Browser benutzt haben, anschließend die Cookies zu löschen. Das bringt eine ganze Menge, weil es ist nicht nur das, was Sie in Facebook einstellen, es ist auch das, was Sie mal so zwischendurch im Internet nachschlagen. All das kumuliert sich ja zusammen. Das ist eben auch ein Punkt. Die Produkte sind ein bisschen unattraktiv. Sie müssen aber auch den Willen haben, diese Produkte einzusetzen und vielleicht auch einfach die Rückmeldung zu geben, was will ich haben als Benutzer im Internet? Letzte Frage. Ja, ist ziemlich laut, okay. Ich wollte nochmal so mehr oder weniger einen Sprung zum Anfang bringen, einigermaßen, weil es mal geheißen hat, ja, man müsste sich entscheiden zwischen Privacy und sozialen Austausch, Kontakten und so. Und ich muss sagen, ich kann dem nicht so ganz zustimmen, ja, weil ich zum Beispiel nicht auf Facebook, ne, und natürlich bekomme ich jetzt nicht mit, wenn irgendwie, was weiß ich, Anneliese Schmidt, ne, auf Animal Farm irgendwie noch irgendwas gebaut hat oder wenn Herbert betrunken in der Ecke liegt, ja. Aber das sind ja alles nur so Freunde, Kontakte, die wirklichen Freunde von mir, ja, die kann ich ja trotzdem jederzeit erreichen. Es gibt Handys, es gibt immer noch Festnetzanschlüsse, auch auf Computer, es gibt kommerzielle Sachen wie ICQ, Skype, aber auch zum Beispiel das IRC-Protokoll, ja, kann eigentlich jeder benutzen, das ist Open Source und es gibt sogar SSH-Verschlüsselungen dafür, also das sind eigentlich Angebote da, die man auch nutzen könnte, wenn man es will. Die Frage war jetzt, ist es... Ja, die Frage war jetzt vom Prinzip her, inwiefern das jetzt hier, man sich da entscheiden muss, weil das sehe ich hier nicht so ganz, wenn man es will. Okay, also es ist die Frage, nicht die Frage, ob man sich entscheiden muss, sondern wählt man eine sichere Technologie dann oder eine... Ja, ich will halt vom Prinzip darauf hinaus, dass jemand, der auf Facebook seine Daten angibt, der ist eigentlich selber schuld, weil er hätte die Möglichkeit gehabt. Es ist doch sicherlich keine schwarz-weiße Entscheidung, dass man sich zwischen sozialen Kontakten im Internet oder Datenschutz entscheidet, sondern es geht ja natürlich darum, dass Sie überlegen, was Sie einstellen, und da gibt es ja eine irrsinnige Bandbreite an Möglichkeiten. Danke. Ich meine, natürlich müssen Sie sich nicht entscheiden, das ist klar. Ich wollte nur das Phänomen erklären, warum alle Leute sagen, Privacy ist super, und dann halten 90% doch die Hand hoch, wenn sie in Facebook sind. Das war nur die Erklärung des Phänomens. Natürlich müssen Sie das nicht. Andersrum, Sie haben gesagt, Sie können ja andere Sachen nutzen, die gut sind, wie ICQ und Skype. Sind Sie sicher? Also Skype sammelt nicht? Ich wollte nur, also wie gesagt, wenn Sie anrufen, okay, ICQ und Skype... Das geht auch über einen zentralisierten Dienst, ja. Okay, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank für Ihre Fragen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe einiges gelernt in dieser Diskussion. Ich hoffe, Sie auch. Und ich hoffe, dass Sie von reinen Konsumern von Social Networks und den digitalen Möglichkeiten zu Prosumern werden, also bewusst im Umgang mit diesen Geschichten arbeiten, und ich glaube, wir sind alle gut beraten, und ich glaube, das stammt aus dem Behördendeutsch oder den Gesetzen, wenn wir alle mehr Datensparsamkeit an den Tag legen, dann gibt es auch nicht so viel zu grabben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen interessanten Tag und eine interessante Woche. Dankeschön.